Wie auch immer Pep Guardiola ein- oder auswechselte, in den Vorbereitungsspielen von Bayern München standen fast immer 11 absolute Topspieler auf dem Platz. Da stellt sich die Frage, wer will Bayern München in der kommenden Bundesliga-Saison eigentlich noch schlagen? Insgesamt 28 Profis stehen im aufgeblähten Kader des Rekordmeisters, davon allein 13 Mittelfeldakteure. Schon jetzt scheint klar, dass einige Spieler kaum oder gar nicht zum Einsatz kommen werden. Aber es hängt von der Trainer ab, es hängt von der, seiner, ihren Qualitäten, ihren Physical Conditions, Konditionen. Ab, welche Spieler, welche Systeme ich benutze werde. Möglich ist also, dass die Bayern vor dem Bundesliga-Start noch abspecken. In den Medien fiel zuletzt der Name Luis Gustavo. Wolfsburg, Chelsea und Arsenal haben offenbar Interesse am Defensivspezialisten. Außerdem ist die Zukunft von Stürmer Patrick Weihrauch und den Mittelfeldakteuren Mitchell Weiser und Emre Can ungewiss. Ausleihgeschäfte sind durchaus möglich. Ich habe einige Spieler in die Vorbereitung mitgenommen, die ich noch nicht kannte. Ich habe gesehen, dass es viele junge Talente hier gibt, die ein sehr gutes Niveau haben. Da wollte ich niemanden draußen lassen und habe alle mitgenommen. Ich habe es auch sehr genossen, sie spielen zu sehen. Ich mag es, in der Vorbereitung einen großen Kader zu haben. Während der Saison mag ich das allerdings nicht so. Klingt ganz so, als müsste da noch der eine oder andere gehen. Und für das verbleibende Star-Ensemble gilt eine klare Ansage von Sportdirektor Matthias Sammer. Der große Kader bedeutet, dass wir mehr Stammspieler haben. Es geht nicht mehr, das ist die, sind die Stammkader oder so etwas, sondern wir haben 16, 18 Torhüter mal weg. Das ist eher aufgeteilt Top-Spieler, aber das ist gewollt. Und dementsprechend ist es wichtig, dann respektvoll miteinander umzugehen. Respekt erweisen die Spieler ihrem Trainer immer wieder, zumindest in der Öffentlichkeit. Nie kritische, nur lobende Worte über die ungewohnt große Konkurrenz und die Arbeit Guardiolas. Der wiegelt jedoch ab. Das ist nochmal, ich spiele ihn am Anfang immer, er spricht gut mit seinem Trainer. Das ist der Anfang. Und die Spieler, die werden nicht spielen. Anfang der ein bisschen Problem, das ist normal. Ende des Monats planen die Verantwortlichen der Bayern eine Bestandsaufnahme. Will man dem Wunsch Guardiolas nach einem kleineren Kader folgen, muss man eine Lösung finden. Verleihen oder verkaufen.